besonders darauf, wo ich aufhöre. Okay. Hm, das ist auch. Also ich kann es dir kurz zeigen, wie sie jetzt ungefähr hier. Ich gucke kurz für Mario mal auf die Karte. Ja, mit der Mitte vom Ozean. Okay, und dann noch einmal rüber. Ja, also, es ist noch ganz schön weit. Also wir haben jetzt hier ungefähr bei, also nördlich von Schafburg und rechts vom, also im rechten Winkel zwischen der alten Basis und Schafburg, ist hier oben so der Weg, wo die sich gegabelt haben. Und den ganzen Weg müssen wir nochmal rüberbuddeln. Wow. Deswegen habe ich gesagt, mach erstmal zwei breit, zwei hoch, zwei hoch. Und drei breit. Weil sonst kommen wir nicht drüber an. Ui, ui, ui. Na, das kann ja auch sein. Oh, Redstone. Nehmen wir doch gleich mal mit. Kannst gleich mitnehmen. Ich glaube, ich habe vorne Gold übersehen. Fällt mir gerade ein. Was? Also, beziehungsweise nicht übersehen. Ich habe es nicht abgebaut. Es war neben dem Redstone irgendwie. Ich habe gar keinen Redstone gesehen. Aber komm ich da vielleicht noch hin? Und du bist doch. Also, du bist ja schon ein ganzes Stück weiter als ich. Ich sehe dich. Doch, ich sehe dich. Ich sehe dich. Na, wieder. Ich baue halt jetzt nur zwei hoch erstmal. Also, wenn ich hier irgendwas sehen sollte, dann baue ich das auf jeden Fall ab. Also, Redstone eh in jedem Fall. Das brauchen wir ja. Die Spitzhacke, die hält richtig gut. Ja, na, der Vorteil ist, du kriegst hier auch, wenn du Sachen abbaust, also ich glaube bei Redstone... Da gibt es Erfahrungspunkte. Ja, ja. Und ich weiß nicht, ob bei Lapis... Ne, ich glaube bei Lapis nicht, aber bei Kohle auf jeden Fall noch. Aber notfalls können wir uns an die Monsterfalle stellen und dort, ja, einfach abbauen. Ist auch okay. Ja, ich meine, die Erfahrungspunkte, die brauchen wir ja, wenn dann fürs Verzaubern. Für andere Sachen braucht man die doch eigentlich gar nicht mehr, oder? Es ist nur das Verzaubern der Gegenstände. Oder habe ich irgendwas nicht auf dem Schirm? Nö. Wofür braucht man sonst Erfahrungspunkte? Also, oder halt für persönliche Ziele. Das so, Hashtag Anni wird nie Level 30. Das ist der Beweis für Skill. Ich bin jetzt übrigens Level 26. Das möchte ich nur mal kurz anmerken. Aber man weiß ja nie, was hier noch passiert. Wieso, wenn du schon mehr laber? Ich höre sie schon und ich sehe sie auch schon. Ja, ich hoffe mal, für euch ist das nicht zu monoton, jetzt immer das Abbaugeräusch zu hören. Ansonsten lege ich euch vielleicht noch eine schöne Minecraft-Musik drunter. Ja, wir reden ja nebenher. Hallo. Dann klong, klong. Unsere zarten Stimmen sind ja wohl ganz besonders das entscheidend. Das ist die beste Musik. Was ist hier los? Ach, hier hast du Lava zugemacht. Ja, das... Ach, da ist Redstone. Ja, den nehme ich mit. Hab gerade entdeckt, was du da liegen lassen hast. Habe ich aber nicht gesagt. Ach so. Was habe ich gesagt? Zuhört Anni zu. Gold gesagt. Ja. Siehst du, ich habe zugehört. Beim Redstone hast du Gold liegen lassen, hast du gesagt. Aber dann kann ich ja trotzdem Redstone mitnehmen. Ja, aber das ist halt noch viel, viel weiter vorne gewesen. Naja. Ich habe ja zugehört. Annis Lauschlappen. Ja, die sind vielleicht ein bisschen defekt. Diamanten. Oh, Zeugs. Wir sind auch wegen Diamanten hier. Ja, also wir hoffen tatsächlich, dass wir irgendwie zwischendurch noch ein bisschen was an Diamanten finden können. Es gab ja witzigerweise, habe ich gesehen, so ein YouTube-Video von irgendeinem YouTuber, der auch für Minecraft bekannt ist. Der hat mal rein interessenhalber 50.000 Blöcke einfach straight geradeaus gebuddelt. Um zu gucken, was an Rohstoffen existiert. Also wirklich 50.000 Blöcke. Das ist unglaublich viel. Wow. Also, es ist wirklich viel. Ah, ich bin hier am Ende angekommen. Ja, und das ist noch nicht das Ende. Ja, weiter. Weiter. Ja, aber ich finde halt so, kann man auch mal ein bisschen auf Sachen eingehen, die wir jetzt so als Infos gekriegt haben und so. Das ist, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Ja, also wirklich an der Stelle nochmal ganz, ganz lieben Dank für eure ganzen Kommentare. Es ist der Wahnsinn. Es ist wirklich der Wahnsinn, wie viel Minecraft-Wissen einfach in euch steckt und wir nuben dagegen ganz schön rum. Ich noch mehr als Mario, das war nichts Neues. Mario hat einfach schon viel mehr Minecraft-Jahre auf dem Buckel. Ja, das merkt man aber nicht. Das hast du jetzt gesagt, ne? Ja, ist doch so. Ja. Es scheitert manchmal wirklich an den einfachsten Sachen. Aber das deswegen. Das, richtig das Schlimme cool. Ist ja gar nicht mal so sehr das Wissen, sondern das Wissen, was man mal hatte, was man wieder vergessen hat. Ja, was dann einfach passiert, wenn man halt auch wirklich mehrere Jahre kein Minecraft spielt. Geht's euch auch so? Vergesst ihr auch einfach super schnell Sachen? Ja, das ist wahrscheinlich, ja? ich garantiere dir, Flachdachs, ne, der hier so ein. Seine ganzen Wall auf Text dahin schreibt. Was positiv gemeint ist, ja. Ja, das, der kopiert bestimmt einfach nur irgendwo. Der hat bestimmt so vorgefertigte Texte, wo er unter jedem Minecraft-Noob-Video runterkopiert. Hier, das, vielleicht das, hat das, bam, bam, bam. Er hat schon ein Minecraft-Buch geschrieben und wir wissen es noch nicht.
Man weiß es nicht. Nein, aber was ich sagen wollte, auch bei Ark ist es halt so. Und ich meine, Ark ist ja wirklich noch eins unserer liebsten Spiele, auch wenn es hin und wieder mal eine Ark-Pause gibt, eine längere. Und wir, ja, die letzten Ark-Projekte ausschließlich im Livestream hatten und nicht bei YouTube oder so. Aber da vergisst man halt auch relativ schnell Dinge. Da bist du halt mal dann irgendwie 3-4 Monate raus, weil du einfach mal eine Ark-Pause brauchst, fängst an und denkst so, oh verdammt, wie geht's jetzt eigentlich los? Bis zur Spitzhacke geht's noch. Dann wird's schon komisch. Ja. Ihr plätschert's. Ja, ich höre es auch. Und dann so nach dem Motto, ist aber ein komischer Raptor, der da spuckt. Ja, genau. Oh, herrlich. Ich habe hier wieder ein Höhlengeräusch. Vielleicht ist es auch so ein Störgeräusch, ich habe gerade Musik. Boah, wie das plätschert. Aber wir sind ja auch unter Wasser, das muss man ja mal sagen. Wir ja, aber so plätschern, also wir sind auf jeden Fall, ja. Das darf man nicht unterschätzen, der Ozean ist gar nicht so tief von den Blöcken her. Das heißt, über uns sind eigentlich Höhlen mit Wasser. Das hat nichts mehr mit dem Ozean zu tun. Okay. Ich weiß noch nicht, ich sehe es halt nicht auf der Karte. Nee, ich sehe nur Wasser auf der Karte, muss ich ehrlich sagen. Ich sehe gar kein Wasser auf der Karte. Also, ich meine auf der Minimap. Nee, auf der Minimap ist alles einfach dunkel. Da ist wirklich Booster. So, das war der Redstone. Hast ja gesagt, dass das auch diagonal sein kann. Ja. Okay, dann baue ich das ja jetzt hier immer richtig. Einfach mal ein bisschen mehr. Und ich baue das auch hier einfach mit Stein zu, die ich gerade schnappe. Ja. Also es kann mal irgendwie, was ist denn das für einer, den ich jetzt gerade habe? Ein Tuffstein sein, es kann mal irgendwie ein normaler Bruchstein sein. Der gute Tuffstein. Tuff, tuff. Wer kennt die nicht? Ja. Ach schön. Ist aber auch schon mal eine entspannte Sache hier. Bisschen was rumbuddeln. Ja, wie gesagt, einfach mal Diamanten suchen ist auch mal ganz spannend. Mhm. Also du ziehst hier deine eine Bahn durch. Naja, damit ich ja schon vorankomme. Es ist halt einfach so, Diamanten. Wenn du nicht vorankommst. Hast du eigentlich eine Glücksspitzhacke? Ja, ne? Ja, da ist Glück drauf, oder? Ja, Glück 3. Ja, dann gib ihm. Oh. Das lohnt. Muss ich mal hier hochgucken. Richtig gut. Also da habe ich jetzt gerade 11 Stück bekommen. Das ist echt viel, oder? Ja, wir werden uns nämlich mal eine Rüstung machen. Ich weiß halt nicht genau, ob sich das lohnt, ob man eine Rüstung macht halt nur fürs Wasser. Ich kann nichts mehr einsammeln, deswegen die schöne rote Punkte auf der Karte. Ob sich lohnt, eine Rüstung nur für Wasser zu machen und unter Wasseratmung so ein Krempel und ob man halt eine für andere Gegenden macht. Nether zum Beispiel oder Ende oder irgendwas, keine Ahnung. Was würdest du denn also dann noch draufzaubern, wenn die jetzt nicht fürs Wasser ist? Na, weiß ich noch nicht, muss ich halt gucken. Ich kann dir auch nicht sagen, was es halt für Verzauberungen gibt. Müssen wir halt mal schauen. Aber für Wasser wäre halt wirklich nur Wasseratmung eigentlich wichtig, ne? Naja, unter anderem halt, ne? Aber das bräuchte man auf einer normalen Rüstung ja zum Beispiel nicht. Man könnte sich also die Punkte sparen. Okay. Ja, wenn es natürlich jetzt nichts anderes gibt, was sich lohnen würde auf einer Rüstung, können wir auch eine komplette nehmen. Aber da würde ich halt trotzdem irgendwie gucken, dass wir halt eine Ersatzrüstung daran kriegen. Ja, also Ersatzrüstung schadet ja nicht. Dann können wir mal wirklich unter Wasser auch ein bisschen erkunden. Da freue ich mich auch drauf, tatsächlich. Wer weiß, was wir da noch alles finden. Auch mal pass so. Pass auf, voll ist Lava. Ja. Oh. Ja, mach zu. Ja, ich habe gerade muss den Kies erstmal. Konnte nicht so schnell. Ja, das muss sofort ist denn, muss das losgehen. Kann ich nicht. Bin ich so sofort. Wenn man rangeht, dann hört man es auch blubbern. Hm. Blub, blub, blub. Da tropft es dann auch runter hier. Hm. Ja. Oh, Lavabecken. Aber ich habe Kies, ich möchte zumachen. Ja, warte, nicht schubsen bitte. Ich schubse dich nicht. Wir brauchen auch nicht so weit alles zumachen. Es reicht, wenn wir in der Mitte zumachen, wo lang gehen. Boah, es war viel Lava. Ach, wie das mal runterfällt. Plop. Plop. Ja, ist halt wirklich der Vorteil, so kriegst du halt Lavabecken zu. Ja. Hier reicht, glaube ich. Reicht? Ja, mal hier vorne dazu. Komm, hier kann ich auch noch. Ja, denk mal, wir brauchen nicht so viel. Wir haben nicht unendlich Kies. Wir finden ja, aber den könnte ich doch jetzt wieder mitnehmen. Ja, aber nicht alles. Ja, aber ein bisschen was. Gleich werden wir von der Lava weggespült hier. Ach, Quark. Quark mit Soße. Wer hat sich das eigentlich ausgedacht, Quark mit Soße? Weiß nicht. Das ist irgendwie ein bisschen eklig.
Also Quark mit Soße finde ich nicht so ansprechend. Also ich buddel hier schon mal weiter. Ja. Und hoffe, dass hier nicht wieder irgendwas runterfällt. Aber ein bisschen Kies habe ich gerade wieder bekommen. Ein paar Steine loswerden hier. Ja, mühen sie sich aus, ne? Na, ist gerade Lava, da können wir schon mal alles reinschmeißen. Das ist ein, eine natürliche Müllverwertung. Ja, es verbrennt halt direkt und... Ja, praktisch. Und es bleibt nichts übrig. Alles weg. Wir haben übrigens aktuell, das wollte ich noch erwähnen vorhin, das habe ich vergessen, wir haben den Wetterzyklus mal deaktiviert. Ich meine, wir hatten ja jetzt das Problem, also beziehungsweise Problem, wir wussten das schon, wenn wir halt das Wetter einfach auf Sonnenschein setzen, dass sich das irgendwann resettet, das war klar. Dass es halt so schnell passiert, war jetzt nicht unbedingt klar. Wir haben es auch erstmal gedacht, okay, wir lassen es halt so, weil es jetzt nicht im Prinzip so ultra störend ist, aber ich sag mal so, man kann auch mal ein bisschen Sonnenschein ertragen. Das ist ja, jetzt auch das nicht stimmt. Schlimm. Oh, hier tropft es schon wieder. Verdächtig. Ich glaube, über mir ist Lava. Ja. Hier, das sieht man ja immer. Siehst du das auch? Ja, da ist auf jeden Fall Lava. Warte. Oh Gott, ich gehe schon mal kurz auf... hier geht's noch. Ja, warte mal. Ich gehst mal gleich schon mal gucken? Ja, ja. Okay. Es ist nur Tomatensoße, die hier von der Decke tropft. Was anderes ist es nicht. Wie schön es zischt. Oh Gott. Warten so viel? Die rote Gefahr. Okay, super. Weiter buddeln. Okay, ja, ich buddel. Erstmal wieder Kies wegschippen. Schipp, schipp, hurra. Aber so die Ausbau der Diamanten war bisher noch überschaubar. Aber du hast doch auch schon welche gefunden, oder? Ja, ich habe jetzt 3. Dann haben wir 14, oder? Ja, wir haben 14 Diamanten. Und hast du jetzt die komplette Lava oben zugemacht? Nee. Dann könnte ich... Achso, aber du hast die Wand zugemacht. Ich muss mich auch irgendwann mal ausmühen. Ja, ne, du kannst auch hochgehen. Der Weg ist noch offen hier. Hier ist gerade so viel Kies. Hier kann man nicht so springen. Ist noch offen. Super. Dann schmeiße ich auch mal mein Zeug weg. Auf ins Verderben! Weg damit. Ah, Mist. Oh Gott, da kommt Lava. Was war das? Steuerung? Ja. Ja. Ja, ich hab's rausgefunden. Oh shit, da kommt Lava. So, jetzt nicht die Diamanten erwischen. Nee, das wäre. Wäre schade. Zisch, zisch, zisch. Okay. Jetzt sind wir denn eigentlich schon hier? Das ist noch ein bisschen. Wie viel das einfach ist. Soll ich das noch offen lassen oder soll ich es jetzt zumachen? Kannst du zumachen. Was hatten wir denn noch vor, wo wir drüber labern wollten? Worüber wollten wir mit euch reden? Wir wussten ja eh, dass es jetzt mal wieder eine Laberfolge gibt. Es fällt mir ein. Und zwar... Um Gottes Willen. Wie jetzt um Gottes Willen? Nein, weiß nicht, einfach nur so um Gottes Willen. Göttin bitte. Dankeschön. So. Wir wollten nämlich mal laut drüber nachdenken und gerne auch mit euch in den Kommentaren dann, was wir denn innerhalb unserer Burgmauern so platzieren. Denn wir wollen ja neben irgendwann einer vernünftigen Burg oder was weiß ich, was Mario davor hat zu bauen, weil wir haben jetzt erstmal nur die Mauer, wollen wir natürlich noch sowas wie einen Pferdestall, also so einen offenen Stall hinbauen, vielleicht einen Schießstand oder sowas. Aber was kann denn da noch mit hin? Was gehört denn irgendwie in dem Bereich innerhalb der Mauern. Habt ihr da Ideen? Was können wir da machen? Ein Laufstall? Was, ein Laufstall für kleine Anni. Marios? Für nee, Anni. Nee, für kleine Marios. Ja, aber wäre mal ganz interessant zu wissen, was wir da so reinbauen können. Also ich habe den Pferdestall jetzt einfach im Kopf, weil ich ja auch noch Pferde besorgen wollte. Irgendwann, demnächst TM. Man kennt das ja, es kommt immer irgendwas dazwischen. Und ja, so ein Schießstand, finde ich, passt auch noch, wenn wir das Ganze wirklich wie so ein bisschen mittelalterlich aufbauen. Ja, aber hallo. Aber hallo. Wofür haben wir sonst eine Burg? Ja, eben. Deswegen ja. Da kann das auf jeden Fall mit rein. Aber was kann denn noch hin? Und hier ist Stein, den ich nicht abbauen kann. Das ist Bedrock. Das ist der Bedrock. Da ist vorbei. Dann, muss ich mich immer wieder rausfahren. Also man kann durch den Bedrock
theoretisch irgendwie durchbuddeln mit, oder beziehungsweise mit so Kolben und so Kram, geht es wohl auf dem Creative. Oh, hier ist sogar eine Höhle. Creative Mode kannst du dich halt auch durchhauen durch den Bedrock. Das geht halt auch. Ja, aber das wollen wir ja nicht. Aber das wollen wir nicht. Wir sind hier ganz. Das ist ja nicht der Plan. Entspannt unterwegs. Ja. Herr Mario. Was denn? Was möchtest du denn? Hab ich da gerade schon gesagt. Ein Laufstall. Ja. Und sonst noch? Zwei Laufställe. Zwei Laufställe? Kabelgruppe. Ja. Ja. Keine Ahnung. Das wird ein Schmied oder sowas. Oh, irgendwie. Oder ein Alchemisten. Irgendwie so Stände. Ich hätte ja gerne einen Marktplatz. Der gehört doch dann auch innerhalb der Burgmauern, oder? Ja, ja. So ein Marktplatz, wo man dann einen Alchemisten hinbauen kann. Oder vielleicht, weiß ich, so ein Kräuterhändler. Und ich hänge dann da als Kräuterhexe. Finde ich eigentlich auch ganz lustig. Also einfach so ein Marktplatz. Was kann man denn da noch für Stände hinbauen? Ja, du kannst doch übrigens mal Fackeln setzen, ne? Alle sechs Felder. Das hast du nämlich bisher gar nicht gemacht. Das stimmt, weil du das ja machst, ne? Du bist ja der Fackelträger. Du machst das so gut, ich wollte diese Aufgabe einfach nicht wegnehmen. Mhm. Oh, Lapis. Oh, Lapis bringt aber auch Erfahrungspunkte, tatsächlich. Ja, direkt weggelootet. Ja, ja. Also Lapis haben wir, glaube ich, auch schon unglaublich viel. Ich puddle jetzt mal straight in der Line hier. Ja, mach mal. Hau einfach durch den Kram. Einfach mal zu gucken, was jetzt los ist. Dann brauchen wir noch sowas wie einen Doktor. Ja, das oder als, können, also ist halt zumindest die, irgendwie ist halt so die Frage, ob der beim Alchemisten mit wohnt. Na, weiß ich halt nicht, ob Alchemisten auch gleichzusetzen sind mit Heilern. Dann halt irgendwie sowas wie eine Kirche. Oh mein Gott, jetzt war hier gerade auch wieder so ein Sound. Abgefahren. Boah, das war aber ein großes Diamantvorkommen hier. Oh ja, hab ich ja vergessen, noch weiter zu bauen. Ja, also ob wir dann sowas wie eine Kirche oder wie eine Kathedrale noch irgendwo hinbauen, wobei das ein eigenes Megaprojekt werden kann, aber vielleicht eine kleine Kapelle, wo wir den Schafgott anbieten. Es gibt für uns keine andere Gottheit. Ich könnte mir schon vorstellen, dass es sich lohnt, halt da irgendwie mal so eine kleine Kirche zu bauen. Ja, das wäre auf jeden Fall was. Wie gesagt, ihr könnt gerne dann auch kommentieren, was ihr so für Ideen habt, falls wir die jetzt noch nicht genannt haben. Oder einfach vielleicht unsere Sachen auch so ein bisschen konkretisieren, wenn ihr da Vorschläge habt. Und was wir auch noch nicht wissen, was aber geplant ist, war ein Wunsch von Mario, dass wir das Dorf mit den Villagern zu uns in die Nähe holen. Oder dass wir dort ein Dorf aufbauen, sagen wir mal so. Dass wir einfach nicht so allein die ganze Zeit da abhängen bei uns in der Burg, in dem ganzen Gebiet, sondern dass wir dann sagen, okay, wir bringen halt auch noch irgendwie so ein paar Villager in die Nähe und würden vielleicht das Dörfchen dann vor die Burgmauern bauen oder ein bisschen weiter weg, aber so, dass sie in der Nähe sind. Können auch theoretisch drin wohnen. Die können auch drin wohnen. Können wir auch machen, dann ist da reges Treiben auf dem Marktplatz. Oh, das wäre natürlich voll geil. Ja. Oh, doch, das machen wir. Okay, wir bauen die rein. Die kriegen dann halt auch wirklich ihre eigenen Hütchen. Jetzt ist natürlich die Sache, das wird ja riesengroß dann. Ich glaube, hier ist ein Zombie-Villager. Ernsthaft? Bei mir vorne. Der sieht auf der Karte so komisch aus und der klingt halt auch wie ein Villager. Das klingt ja fast schon wie ein Auftrag. Ja, aber hier unten, der kriegst du halt ihn dann oben, ey. Na, kann man den hier unten nicht auch irgendwie wieder zur Besinnung bringen? Weil den kriegen wir nie wieder weg, ne? Ja, eben. Ja, oder der muss uns einfach hinterherlaufen. Oder der bleibt dann halt so lange hier unten, bis wir wirklich den Schacht fertig haben. Aber ich weiß halt nicht, wie hoch die Chance ist, dass man immer wieder Zombie-Villager findet. Oh Gott, ich fasse den Lava ringend. Oh Gott, erschreckt mich doch nicht so. Panik. Naja, du kannst ja Zombie-Villager kannst du ja erstellen lassen, in Anführungszeichen. Also du kannst einfach die von einem Zombie verkloppen lassen, die Villager. Mhm. Und wie gesagt, aus dem schweren Schwierigkeitsgrad verwandeln sie sich zu 100% halt in den Zombie-Villager. Ne? Auf Standard, normal halt eben nicht. Ja. Ist halt auch krass. Ich hab gerade so in der Mitte gebuddelt, ne? Ja, ich sehe das schon. Nee, es war eine Frage. Ach so, ja, du hast in der Mitte gebuddelt und ich baue einfach hier außen drum. Okay, damit ich mir einen Plan habe, wo ich aufschütten muss mit Kies. Mach mal. Was haben wir denn noch so für Pläne? Ich überleg gerade. Also Pferdchen haben wir gesagt, dann halt die Planung für den Bereich innerhalb der Burgmauer.
generell einfach, wie unser Häuschen aussehen wird. Also in was wohnen wir denn? Wohnen wir denn dann in einem Schloss oder wohnen wir halt in einer größeren Hütte innerhalb der Burgmauern? Wir haben es ja noch gar nicht beschlossen. Wir werden auf jeden Fall im Schloss wohnen. Das Problem an der ganzen Sache ist, wir haben ja noch nicht mal überhaupt irgendwas. Also wir haben eigentlich im Prinzip gar kein Gebäude. Nee, wir haben tatsächlich nichts. Wir können im Turm wohnen, im Turm von der Stadtmauer. Und dann lässt du dein Haar herunter? Ja. Oh, okay. Mario macht Rapunzel. Ja. Auf jeden. Richtig süß. Das könnte aber ein Stück dauern. Ja, lass wachsen. Zur Not nimmt man einfach, weiß ich nicht, Beinhaare oder so. Das geht bestimmt auch. Oder Barthaare. Ja. Und dann kämpfst du die übers Gesicht nach hinten. Alles ist möglich. Wie war das, wie ein Zentimeter pro Monat oder so, was wächst Haar? Ist das so? Also ich finde, das kommt eigentlich auf die Person an. Naja, so Pi mal Daumen ungefähr, sagt man ja so. Ich glaube, ein Zentimeter pro Monat. Wenn du die richtige Nährstoffversorgung hast, bestimmt. Aber ihr könnt die Frage auch gerne beantworten. Wie schnell wächst Haar? Gibt es da Unterschiede bei Mann und Frau? Und auch bei Barthaar und Kopfhaar? Und Beinhaar und Achselhaar? Ich würde behaupten, es gibt da keine Unterschiede. Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Ja, also, wenn ich mir das bei dir mal angucke, wie oft du dich rasieren musst. Was ist denn da jetzt los? Im Gesicht. Verrat doch nicht meine geheimsten Dinge. Ich bin eigentlich eine Zwergenfrau. Die tragen auch immer gerne Bart. Ja. Im Winter ist das voll okay. Allerdings habe ich schon gehört, Dingens bei Ringe der Macht, da spielt auch eine Zwergin mit und die hat keinen Bart. Das ist enttäuschend. Wir haben es noch nicht gesehen, nur das an der Stelle. Wir haben es noch nicht gesehen. Es ist heute, glaube ich, die dritte Folge rausgekommen, oder die kommt noch raus. Aber ich glaube, die kommt immer Freitagmorgen. Wir werden das irgendwie jetzt am Wochenende mal in Angriff nehmen, Ringe der Macht zu schauen. Ja, daher bitte noch keine Spoiler oder so. Nee, bitte keine Spoiler. Seid einfach so lieb. Und wenn, dann werden sie halt gelöscht. So ist es halt. Boah, wir sind aber schon gut unterwegs. Wir sind auf jeden Fall unter Land, mehr oder weniger. Ja, wenn wir nach oben buddeln, könnten wir schon an der Oberfläche langfahren und müssten nicht mehr durchs Wasser. Na, wollen wir dann langsam mal irgendwie den Weg nach oben? Nee. Wir bauen dann einfach direkt bei dem komischen Smaragdberg bauen wir einfach so einen Wasserfahrstuhl. Emerald-Dingster-Bumster. Wie heißt der Bereich? Emerald Peak habe ich den genannt. Emerald Peak. Naja. Schon wieder Diamant. Also jetzt geht's aber ab hier, Freunde. Diamant? Das ist Redstone. Ja, das ist hier oben nicht. Ach so, ich habe nur bei Mario rübergeschielt, sehe hier irgendwas Gutes abbaut. Er erzählt Diamant, ich denke mir so, was ist jetzt mit deinen Augen los? Ja, du musst mir was erzählen, ey, weißt du, bei Zelda ist alles irgendwie Rubine, ja, obwohl es Smaragde und Saphire sind. Ja, das liegt aber am Spiel. Rubine. Die bezeichnen das halt so. Hier ist doch Mist. Ja, natürlich ist es Mist. Das erzähl mir doch nicht hier was von, weiß ich nicht, ich erkenne keinen Diamanten oder so. Oh Mann. Da kommt's wieder, ey, weißt du. Immer wieder der gleiche. Ja, ja. Ah, und jetzt baust du da vorne schon um die Ecke, oder was? Was? Ach nee, das sieht auf der Karte so aus, als ob du da einfach jetzt nach rechts abbiegst. Aber du hast das einfach breiter gemacht. Ja, weil ich da Diamanten ausgebuddelt habe. Das war das. Ich versuche halt zu interpretieren, was du da vorne anstellst. Ich hänge ja hier noch ein bisschen hinterher. Wieder mal hängen geblieben, man kennt's. Ja. Eindeutig. Wieder einmal hängen geblieben. Ja, ich habe gesehen, im Discord hatte Glotzi ja auch Bilder gepostet von ihrem Dörfchen oder was auch immer. Ja, das ist ganz praktisch bei uns. Da war auch eine Windmühle bei tatsächlich. Eine Windmühle? Oh, das ist natürlich auch eine schöne gesehen. Geschichte. Ich habe mir die noch nicht angeguckt. Ich habe da wirklich noch nicht so intensiv reingucken können. Ich habe gesehen, es wurden Bilder gepostet im Discord, aber ich habe aber eine Windmühle oder generell Felder müsste man ja vorm Stadttor bauen, glaube ich. Na, Windmühle auf jeden Fall. Also man kann ja so ein bisschen diesen landwirtschaftlichen Kram wirklich vor die Mauern bauen, weil das innerhalb der Mauern ist ja echt eher so das alltägliche Leben, also das Wohnen tatsächlich. Hier schon wieder los. Mit Kies kann man natürlich nicht oben ranbauen. Logisch. Aber eine Windmühle hätte natürlich schon was. Und jetzt weiß ich nur nicht, wenn wir dann halt irgendwann noch die Gehege wirklich mal bauen. Ja, ob die dann halt auch innerhalb der Mauern sind oder. Ja, muss ja eigentlich. Also,
Ja. Was hab ich denn hier schon wieder gehört? Ich höre hier mal Dinge. Ein paar können drin sein, aber der Großteil wird wahrscheinlich vorm Tor sein. Ja, so Kühe. Und dann aber vielleicht wirklich so eine kleine Hühnerfarm, die nicht zerschreddert wird. Das wäre doch was. Einfach so ein bisschen wohnlich. Dann halt noch sowas wie eine Parkanlage. Das wäre halt was, irgendwie so ein, ja doch, so ein Park. Mit Blümchen. Einfach irgendwas, wo man entspannt rumsitzen kann. Dann halt eine Taverne natürlich. Ich glaube, sowas muss da auch noch hin. Und da gibt's roten Met. Aber ich hallo. Sag's euch. Wikingerblut gibt's dann. Ja. En masse. Und Bier vielleicht auch noch, für diejenigen, die Bier wollen. Aber Villagerblut geht auch. Villagerblut können wir machen. Das nennen wir dann so. Herrlich. Oh Gott, ist so viel Kies. Oh. Ja, ich hab Steinchen. Das ist auch okay. Kann ich auch noch sammeln? Doch. Tatsächlich, meine Taschen sind noch nicht endgültig voll. Ja, meine sind halt schon voll bis oben hin. Mhm. Aber es macht auch nichts. Kannst du aber einfach weghauen, das Zeug. Und dann hast du da wieder irgendwie so 3 Jahre später immer noch rote Punkte auf der Karte. Ja, vielleicht sammelt man sie dann einfach mal kurz ein und weg. Also und schmeißt sie dann weg. Nee, das Problem ist, du musst halt jedes Mal wieder herlaufen, um den ganzen Mist zu finden. Ne? Ja, deswegen hätte ich gesagt, okay, wir machen irgendwann mal die U-Bahn fertig. Ja, und dann sammeln wir das alles einmal ein. Wenn wir da hier langfahren, so. Naja, einfach dabei, ganz automatisch. Das ist schon okay. Das kann man wirklich tun. Boah, ist das noch weit bis zu dir da. Und überhaupt bis zum Emerald Peak. Ich sehe es ja nicht, ich war da noch nicht. Meine Karte zeigt da einfach nichts an. Außer einfach nur irgendwie, ja, eine schwarze Überlappung. Aber macht ja nichts. Oh, das hier lässt sich schnell schlagen. Der Tuffstein, der baut sich wirklich schnell ab. Ja, der ist aber nicht so stabil, finde ich. Und ich finde ihn auch nicht so wirklich hübsch irgendwie. Ich weiß nicht. Es geht so. Wir wollten ja übrigens mal schauen, bezüglich des Resource Packs, was wir jetzt gerade haben, was da jetzt noch mit dem Update reinkam. Das wird ja immer weiterentwickelt. Ja, diejenigen von euch, die das vielleicht auch nutzen und auch den Erschaffer, den Designer davon supporten, haben das ja auch da mitgekriegt. Dass bei Patreon dann da auch Postings kommen, wann irgendwas aktualisiert wurde. Und da wurde auf jeden Fall ein bisschen was verändert, auch noch bei, oh, ich weiß nicht, das waren, glaube ich, keine Steine. Irgendwas anderes wurde da ergänzt. Mir fällt der Name gerade nicht ein, aber da müssen wir auf jeden Fall mal am Ball bleiben, dass wir das dann auch rechtzeitig aktualisieren, wenn wirklich Sachen dazukommen. Es hörte sich gerade an wie irgendwie, weiß ich nicht, eine Autobahn direkt über mir, ey. Ja, vielleicht ist das so. Wer weiß, was die Villager da oben gebaut haben. Eine richtige Rennstrecke. Mistlos werden hier. Weg mit dem Mist. Ja, und das, was wir auch noch nicht gemacht haben, was wir aber irgendwann mal vorhaben, ist ein Besuch im Dschungel. Um auch einfach mal so ein paar... Waren das nicht Ozelots? Ja. Ozelots zu besorgen. Nur da müssen wir gucken. Tatsächlich ist es so, dass ja auch eben das Resource Pack da richtig ressourcenintensiv ist. Und man ja, leider das Resource Pack gar nicht so sehr, sondern eher der Shader. Ist es der Shader? Ich dachte, ja. Das Resource Pack ist. Nee, okay, dann ist es der Shader. Dann ist es der Shader, sorry, habe ich falsch gesagt. Aber dann müssen wir halt mal schauen, wie wir das dann machen. Ob wir dann für die Zeit einen anderen Shader nehmen, wenn wir im Dschungel sind. Oder die Sichtweite noch runterstellen, weil wir wollen euch natürlich jetzt hier nicht so ein Daumenkino präsentieren, wenn auf einmal die FPS so richtig in den Keller gehen. Das hält sich ja jetzt hier immer in Grenzen, das ist ja alles okay. Aber im Dschungel geht's halt gar nicht. Deswegen müssen wir mal gucken, was wir dann da machen. Aber auch da werden wir irgendwann mal hin. Denn wir möchten natürlich kleine Ozelots. Mal ganz ruhig, bitte. Welche komische Geräusche. Ich höre nur draußen tatsächlich vorm Fenster Kinder schreien. Das ist aber nichts Neues. Was für Geräusche hier? Komm mal zu mir, bitte. Ich komme zu dir. Mein Gott, was sind das für Geräusche? Boah, du bist aber weit vorne. Hör mal. Ich mache meinen Sound für mich lauter. Ich höre nichts. Du hörst nichts. Ich höre nichts, ich habe keinen Sound. Also jetzt höre ich gerade Musik. Ich höre hier nichts. Also ich würde nicht sagen, dass es Stimmen sind oder so, aber... Du bist sicher, dass es nicht draußen ist? Nee. Da draußen wird gerade rumgequakt. Keine Ahnung.
Warum ist Gold? Das Gold hat zu dir gerufen. Ja. Sammel mich. Oder nach dir. Sammel mich. Genau. Und du machst das natürlich auch ganz vorbildlich. Her mit dem Gold. Ich juck mir gerade die Nase. Gibt Schnee. Ich habe irgendwie ganz krasse Musik gerade. Was hast du? Ganz krasse Musik. Ich habe gerade einfach nur Stille. Ich habe schon die ganze Zeit Stille. Ich hatte nur ganz, ganz kurz mal Musik, aber echt nicht viel. Bei mir eigentlich immer nur das Abbaugeräusch. Etwas monoton. Oh, das war die Fackel. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, weiter geht's. Jetzt ist mein Sound aber noch laut. Meine Güte. Meine Güte. Meine Güte. Ja, ich habe ja bei mir den Sound immer recht leise tatsächlich auf den Ohren. Damit ich noch alles andere höre, was hier so passiert. Ah, jetzt höre ich gerade wieder so ein Höhlengeräusch. Ich glaube, die variieren auch manchmal einfach. Aber wir haben auf jeden Fall... Oh, wir haben auf jeden Fall ein anderes Biom hier. Wenn du mal guckst, tiefes Dunkel. Deep Dark. Auf jeden Fall eins der speziellen Biome. Also ich bin noch in der Savanne. Echt? Okay. Bei mir steht Savanne. Bei mir steht auch Tag 1, 11 Uhr. Ja, das steht bei mir auch. Da ändert sich die Zeit überhaupt nicht, warum nicht? Also das ist der Tag, also die Zeit ändert sich nicht, weil wir für das Bauprojekt gesagt haben, wir lassen es so. Also dass wir immer Sonne haben, haben wir auch den Wetterzyklus deaktiviert. Ach so, aber warum da Tag 1 steht, verstehe ich nicht. Ja, ich hätte jetzt auch gedacht, es läuft weiter, weil ich meine, wir sind ja nicht mehr im Creative Mode, wir sind ja im Standard-Modus. Nee, aber das ist ja deaktiviert per Game Rule. Ja, okay. Boah, ja, dann lassen wir uns da jetzt einfach nicht irritieren, auch wenn mich das irritiert, was soll ich sagen? Was habe ich denn hier für... Was ist denn das für Musik? Boah, ich bin gespannt, was ich dann da später bei Mario mal höre, wenn ich ins Video reinhöre. Was ist das für Musik? Warum ist sie so laut und warum klingt die so? Oh, Diamanten. Gönn dir. Was zum Henker? Diese Musik? Ein Henker, siehst du, wo du es sagst? Ja, ein Henker. Ja, geil. Ne? Bauen wir halt noch so ein Schafott. Das haben wir damals bei unserem alten Dings hatten wir das auch gemacht. Ja, wir hatten das auch gemacht. Auch oder so ein Pranger. Wenigstens ein Pranger. Oh, eine Stadttafel. Oh boah, ich habe gerade so viele Ideen irgendwie. Was fällt mir einfach gerade ein? Wirklich so eine Stadttafel, wo dann immer draufsteht, wer gerade gesucht wird, was für Verbrechen begangen wurden. Warum zum Heck? Ich höre hier komische Dinge. Ich wollte mal hier noch ein bisschen Höhle oder irgendwas. Bin gespannt. Noch nichts zu sehen, wa? Nee, hier scheint nichts zu sein, keine Ahnung. Wer weiß, also wer weiß? Das klingt wie ein Laserstrahl. Was zum Henker? Ey, vielleicht ist es das Störgeräusch, was ich vorhin immer hatte. Aber das klang halt eher nach Störgeräusch. War halt so wirklich so abgespaced. Aber halt nicht melodisch. Also es klingt halt richtig creepy. Es muss ich mal später anhören. Naja, ich werde das Video überarbeiten, dann höre ich mir an, was der Mario da gehört hat. Eksch, dreh weg. Ja, ich bin ja schon weg. Ja, das hat mir eine Spitzhacke in den Kopf gehauen. Was? Nie! Würde ich nie machen. Warum sollte ich? So, Emerald Peak, also noch sehe ich hier nichts, aber beziehungsweise ich habe es ja auch gar nicht auf der Karte markiert. Kannst du mir mal den Wegpunkt teilen? Nö. Das ist noch ganz schön weit, da. Ach, okay. Vielleicht hast du mir den auch geteilt? Nee, hast du nicht. Vielleicht habe ich den irgendwann mal geteilt, du hast ihn nicht angenommen. Nee, ich glaube nicht. Aber kannst du mir den mal ganz kurz bitte scheren? Das wäre voll Knorke. Nee, das mache ich jetzt nicht. Das ist jetzt Schluss mit lustig. Ach, dann ist halt Schluss mit lustig. Was soll ich sagen? Ach, da ist es ja. So, einmal hier hinzufügen. Add. Und bestätigen. Jetzt weiß ich wenigstens, wo wir hin müssen. Und denke mir so, oh verdammt, ist das noch weit. Ja, man gönnt sich halt sonst nichts. Mhm. Aber das gehört dazu. Habt ihr eigentlich schon mal so einen langen Weg mit Schienen gebaut? Einfach so eine Endlosstrecke?
dass ihr euch das Laufen spart. Ich habe ja übrigens schon mal dran gedacht, dass man auch so eine Achterbahn bauen könnte in Minecraft. Da frage ich mich gerade, kann man Schienen noch an die Decke bauen? Nee. Mist! Das wäre so geil! Also jedenfalls nicht, dass ich wüsste. Weil dann hätte ich halt gesagt, ey, da kannst du sogar Loopings bauen. Boah, ich glaube, ich probiere das auch mal aus. Also, wenn es nicht geht, gut, dann geht es halt wirklich nicht. Aber halt auch einfach so eine richtig schöne Achterbahn, die halt dann ohne Looping auskommt. Durch Wasser, durch, weiß ich nicht, durch den Berg. Kann man durch Wasser bauen? Das ist jetzt auch die Frage. Und bleibt man dann auch im Wagen sitzen? Na, wenn du Glas umbaust, schon. Aber einfach so durch Wasser kannst du nicht bauen, soweit ich weiß. Okay. Das nimmt mir ja den ganzen Spaß. Ja, aber du kannst ja so eine Bahn bauen, wie von Ironforge nach Stormwind. Ne? So eine U-Bahn mit Wasserrohr. Oh, das ist voll so schön. Tube. Ja, für alle, die jetzt nicht wissen, was gemeint ist, das ist ein Bereich in World of Warcraft. Ich wollte gerade sagen, in Minecraft. In World of Minecraft, man kennt's. Ja, nämlich die Hauptstadt der Menschen und die Hauptstadt der Zwerge. Hm. Die sind miteinander verbunden mit einer U-Bahn und da führt das halt durch einen Ozean oder so mal, keine Ahnung, durch irgend so einen See größeren oder irgendwas. Nee, ich glaube, war schon Ozean. Und da ist halt einfach, ja, kannst du durchgucken. Das sieht halt cool aus, wenn man da den Weg nimmt. Das stimmt. Aber nun gut, ihr Lieben. Wir werden jetzt noch ein bisschen hier rumbuddeln. Und würden sagen, wir machen aber für heute Schluss mit lustig. Ja, Mario ist hier voll am eskalieren. Meine Güte. Ihr seid so viel Kies. Gib Mario eine Schaufel und der legt hier richtig los. Oh, hier oben ist Redstone. Naja, damals dann auch so. Wir haben als kleiner Stift. Oh. Hab ich auch Sandbogen gebaut. Oh, der kleine Mario mit seinen Sandbogen. Das hätte ich gerne gesehen. Aber nun gut, wie gesagt, ihr Lieben, wir sind für heute durch. Hier geht es natürlich noch weiter mit diesem Tunnel. Und dann schauen wir mal, was wir uns beim nächsten Mal angucken, ob das Ganze hier dann schon fertig ist. Und wenn nicht, dann machen wir vielleicht noch irgendwas anderes. Aber hier wird auf jeden Fall dran weitergearbeitet, das wisst ihr. Und wir sind gespannt, wie eure Ideen auch sind zu unserer Burgmauer-Inhaltsplanung. So nenne ich das jetzt. Und jetzt habe ich hier auch gerade richtig creepy Musik. Klingt so ein bisschen horrormäßig. Ja, das hatte ich auch gerade irgendwie. Es klang echt merkwürdig. Okay. Ja, das müssen wir mal beobachten. Nun gut, ihr Lieben. Dann ganz lieben Dank fürs Reinschauen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschüss.